Guten Tag. Ich wollte eins sagen, man muss sich hüten, die Träume des Fisches zu zerstören. Unerforschte Gebiete, Gipfel, die unbestiegen sind, eine in Nebel gehüllte Zukunft, Zauberschlösser voller Schätze. Das alles bietet dir der Fisch. Nur du darfst nicht glauben, dass du damit eine einzige Person zu tun hast. Ich habe schon erzählt, Fisch ist ein toller Mensch, ein toller Freund. Er ist für dich da, er wird sehr viele Sachen für dich tun. Um Hilfe kannst du den immer bitten, beziehungsweise er bietet dir das selbst. Er ist für dich da, auf jeden Fall, das ist ein treuer Mensch. Nur eins musst du wissen, das ist nicht nur du und nur er oder nur sie. Fische haben da mehrere Eisen im Feuer, weil, wie ich gestern schon gesagt habe, Fisch denkt nicht, dass du nur der einzige Mann oder die einzige Frau bist, wie ich da gesagt habe. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. So denkt der Fisch. Deswegen müssen wir wissen, also wie gesagt, das ist eine Traumreise. Sexuelle Erfahrung ist wunderschön mit den Fischen. Nur eins müssen wir wissen, dass das alles, was Fisch dir bietet, das ist natürlich nicht diese einzige Person, wo du denkst, nur du und so. Weil, wie ich gesagt habe, zu Fisch kannst du nicht sagen, ich liebe dich und du bist der Einzige, du bist die Einzige. Oder du kannst auch nicht erwarten, das, was, mein Gott, Skorpion da erwartet von dir. Ja, sag mal bitte diese Liebeserklärungen. Ich liebe dich und das bleibt für immer so. Du bist meins für immer. Du gehörst mir. Über solche Sätze kann der Fisch nur lachen. Deswegen müssen wir das ein bisschen locker nehmen mit dem Fisch. Weil Fisch kann dir auch nichts versprechen. Es kann sich morgen alles ändern. Und wie gesagt, Fisch ist nicht nur du und ich. Fisch ist so eine Mischung und so ein Querschnitt durch sämtliche Menschen. Ich will nur jetzt fragen, gibt es einen besseren Weg im Leben, Lebenserfahrungen zu sammeln? Ich finde, das muss man so lassen, wie es ist. Ich kenne sehr viele Fische, die da irgendwo im Dienst, wie ich gesagt habe, weil das sind gute Freunde, und die kommen zu dir und die renovieren dir die Wohnung und streichen die Wohnung und machen alles für dich und bestellen dir da Sachen, die du nicht selbst bestellen kannst. Das macht Fisch auf jeden Fall, wenn er das kann. Aber die Fische haben auch andere Qualitäten. Aber darauf kannst du dich verlassen. Nur du darfst den Fisch nicht zwingen zu diesen Sachen, wie Skorpion dich zwingt oder Krebs und sagt, dass du mich liebst, sagst, dass du treu bist, dass du mit mir für immer bleibst. Das darfst du nicht. Ähnlich wie mit dem Zwilling, deswegen Zwilling und Fisch verstehen sich sehr gut, ähnlich wie mit dem Zwilling, Zwilling mag das auch nicht. Wenn man den fragt, liebst du mich und möchtest du mit mir bleiben und ich möchte dich heiraten. Solche Sätze finden Zwilling und Fisch einfach lächerlich. Man muss es ein bisschen locker nehmen im Leben. Man darf niemanden zwingen, das ist kein Hund und keine Katze. Und man darf da nicht die Leute dazu bringen und zwingen, dass sie so hampeln, wie du die da willst. Wenn du das willst, musst du dir einen Hund kaufen. Der macht genau das, was du willst. Mit Katze ist es ein bisschen schwieriger. Katze kann dich auch austricksen. Katze gehört auch niemandem. Aber die Leute versuchen natürlich bei den Tieren und die versuchen natürlich auch bei den Fischen, sie so an der Leine zu halten und die zu zwingen. Du musst im Sitzen pinkeln und nicht im Stehen. Du musst das machen und das bringen und mir das bestellen. Ich kann doch nicht tragen. Ich kann das nicht machen. Du musst die
wenn der hier streichen, warum soll ich das machen? Also die Leute versuchen immer, die Menschen zu erziehen. Aber Fisch kannst du nicht erziehen, weil ich, wie ich gesagt habe, Fisch ist ein Querschnitt durch sämtliche Menschen. Und es geht einfach nicht. Es ist nicht so einfach mit dem Fisch. Deswegen, die Leute, die jemanden erziehen wollen, so was auch Steinbock mit Menschen macht, oder auch Skorpion, die sollen sich einen anderen Partner suchen. Aber Fische bitte in Ruhe lassen. Für heute ist leider die Zeit um.